Schönen guten Tag. In diesem Erklärvideo wollen wir uns damit beschäftigen, wie man die Wahrscheinlichkeit eines Würfelwurfes berechnet. In unserem Beispiel betrachten wir einen normalen Spielwürfel mit den Seiten 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Die verschiedenen Seiten können wir als Menge aufschreiben. Diese wird mit dem griechischen Buchstaben Omega bezeichnet und Ergebnismenge genannt. Folglich gibt es 6 mögliche Ergebnisse, abgekürzt dargestellt mit dem Betrag von Omega. Nun betrachten wir den Fall, eine Zahl größer als 4 zu würfeln. Analog dazu betrachten wir den Fall, eine Zahl kleiner gleich 4 zu würfeln. Zur besseren Betrachtung schauen wir uns nun den Würfel nochmals auseinandergefaltet an. Für den Fall großer 4, man spricht auch vom Ereignis, sehen wir, dass nur die 5 und 6 rot hinterlegt sind. Diese Zahlen können wir wieder als Menge zusammenfassen. Diese wird E Ereignismenge genannt. Der Betrag von E ist die Anzahl aller günstigen Ereignisse. Analog dazu betrachten wir das Ereignis, dass das Wurfergebnis kleiner gleich 4 ist. Hier ist die Anzahl aller günstigen Ereignisse 4. Zur Erinnerung schauen wir uns nochmal den Betrag von Omega an, welcher 6 betrug. Nun können wir die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses berechnen, wobei P das Symbol für die Wahrscheinlichkeit ist. Aber warum P? Der Buchstabe P wird vom englischen Probability abgeleitet. Wir wollen nun die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, eine Zahl größer als 4 zu würfeln, berechnen. Dies können wir, indem wir die Zahl aller günstigen Ereignisse durch die Anzahl aller möglichen Ergebnisse dividieren, also 2 durch 6 teilen. Analog dazu können wir auch die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses, also dass das Würfelergebnis kleiner gleich 4 ist, berechnen. In diesem Fall 4 dividiert durch 6, gekürzt 2 Drittel.